Hallo zusammen und ganz herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich möchte heute gerne endlich die neue Wonder Skin Cream to Powder Foundation ausprobieren von Trended Up. Ich hatte sie euch in meinem letzten Haul gezeigt. Ich freue mich riesig, die heute endlich zu testen. Ich habe sie in der Farbe 030. Die bekommt ihr jetzt aktuell ganz neu an der Theke in der Drogerie. Und zwar ist es eine Cream to Powder Foundation. Und sie verwandelt sich auf der Haut zu einem seidig weichen Puder und vereint somit die aufbaubare Deckkraft eines Make-ups mit dem mattierenden Finish eines Puders. Also gerade wenn du auch ölige Haut hast, so wie ich, also eine Mischhaut oder eine schnell fettende Haut, dann reguliert sie unerwünschten Glanz auf der Haut. Für mich könnte es ein perfektes Produkt sein, also bin ich gespannt. Wie gesagt, ich habe es in der Farbe 030. Ich glaube, es gibt 5 oder 6 unterschiedliche Farben. Also, ja, von innen sieht sie so aus. Und ich habe da schon einmal reingedetscht, weil sie sieht so schön aus. Ich dachte, da ist eine Folie drauf. Aber nein, da ist gleich das Produkt. Ja, das Packaging, da brauchen wir, glaube ich, gar nicht drüber reden. Das ist das Billigste, was ich bisher erlebt habe. Also wirklich total Plastik, richtig spittelig, überhaupt nichts Besonderes. Aber das Produkt von innen soll sehr toll sein. Ich würde sagen, ich werde es mir mit dem Pinsel auftragen. Denn ich trage alle meine Foundations eigentlich mit dem Pinsel auf. Und somit ist es eigentlich dann die beste, der beste Moment, um zu schauen, ob sie für mich funktioniert, so wie ich es immer mache oder nicht. Ich, kluges Mädchen, habe auch meine Pinsel alle gewaschen. Das heißt, ich habe jetzt hier einen nagelneuen Pinsel. Und zwar ist der von Real Techniques, das ist der Expert Face Brush. Mit dem trage ich mir auch sehr gerne Foundations auf. Habe ich auch eine Zeit lang heiß und innig geliebt, aber im Moment benutze ich meistens meinen neuen IT Cosmetics Pinsel. Aber heute darf der mal wieder zuschlagen. Und ich würde sagen, ich gehe da jetzt einfach direkt rein und trage es mir erstmal auf einer Gesichtshälfte auf. Ich habe mir keinen Primer aufgegeben heute. Ich habe nur eine gute Gesichtspflege drauf und ja, ich würde sagen, dann legen wir direkt los. So, also ich würde sagen, das ging jetzt mal richtig schnell. Ich glaube, ich hätte doch noch einen Ton dunkler wählen können, aber okay. Ich habe auch im Moment selbst Bräuner drauf, dann muss ich den sonst einfach mal weglassen und dann wird es wahrscheinlich passen. Ich komme mal eben ein bisschen dichter. Also ich denke, man kann den Unterschied richtig heftig erkennen. Also die macht ein tolles Ergebnis auf der Haut. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich was drauf habe. Sie fühlt sich sehr weich, pudrig an. Also es ist jetzt wirklich kein Cremeprodukt auf der Haut. Sie hat sich sehr leicht auftragen, verblenden lassen. Also bis jetzt super. Ich würde sagen, ich trage es mir jetzt einmal komplett auf und dann sehen wir uns gleich nochmal. Everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of... So ihr Lieben, erschreckt euch nicht, ich sehe echt aus wie ein Geist in der Kamera, aber das Ganze kann man mit Bronzer gut ausgleichen. Wie gesagt, ich hätte es wirklich einen Ton dunkler nehmen können. Ich finde, sie kommt auf der Haut noch ein bisschen heller rüber, als wie sie im Pfännchen ist. Aber nun gut, die war echt nicht teuer. Ich glaube, sie hat knapp 5 Euro gekostet. Also werde ich mir die, denke ich mal, auf jeden Fall nochmal einen Ton dunkler holen. Weil, ich kann euch gleich sagen, ich bin total geflasht von diesem Ergebnis auf meiner Haut und von diesem einfachen, leichten Auftrag und von diesem tollen Gefühl auf der Haut. Weil ich habe das Gefühl, ich habe nichts drauf. Es spannt null. Also kann ich mir auch gut vorstellen, wenn du eine trockene Haut hast, kannst du sie auch wunderbar benutzen, wenn du dir eine gute, reichhaltige Pflege drunter gibst. Denn das habe ich auch getan und also ich habe nicht das Gefühl, dass irgendwas spannt. Und ich habe es mir auch schon hier von Namen angeschaut und manchmal habe ich das ja, ich habe hier so ein bisschen vergrößerte Poren, dass sich dann so manche Produkte direkt da reinsetzen. Finde ich total unschön. Und das tut sie auf jeden Fall nicht. Und ja, die sitzt richtig schön auf der Haut. Sie hat ein kleines bisschen meine Poren auch verfeinert, gerade hier in diesem Bereich, wo ich sehr große Poren habe.
Und ja, ich bräuchte jetzt nicht mal meine Haut abpudern. Ich würde jetzt einfach so direkt meinen Bronzer auftragen. Und ja, also kann ich sagen, ich habe hier auch einen sehr roten Pickel gehabt. Perfekt abgedeckt ist er nicht. Also ich würde sagen, sie hat eine mittlere Deckkraft und da kann man sich einfach sonst noch mal ein bisschen Concealer drüber geben oder halt so dieses Grün zum Hautausgleichen korrigieren. Ne? Also wenn Grün reduziert ja Rötung. Also wenn man zum Beispiel, ich habe hier so eine Color Correcting Palette, also dieses Grün könnte man sich vorab auftragen und dann reduziert das auch schon mal die Rötung. Und ja, mir gefällt halt jetzt der Farbton echt überhaupt nicht. Ne? Also ja, ich bin schon sehr, sehr weiß jetzt. Ich muss unbedingt Bronzer auftragen. Ich würde jetzt einfach das Make-up einmal komplett fertig schminken und dann sehen wir uns einfach am Ende nochmal, wie alles komplett aussieht, wie alles zusammen matcht. Und ich würde sagen, schaltet nicht ab und dann sehen wir uns gleich einfach nochmal. So ihr Lieben, da bin ich einmal komplett fertig geschminkt. Ich wollte euch nochmal ein ganz kurzes Feedback zu der Wonder Skin Cream to Powder Foundation geben. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die hat mich jetzt durchaus beeindruckt. Ich bin echt geflasht von diesem Produkt. Ich finde es super. Die Verpackung hätte man auf jeden Fall vielleicht ein bisschen schöner hinbekommen können, aber dann wäre es wahrscheinlich wieder ein bisschen im Preis hochgegangen. Ja, ich finde es sehr, sehr billig gehalten. Also es haut mich überhaupt null um. Aber das Produkt da drin finde ich super. Der Auftrag war mega leicht, hat sich sehr gut verblenden lassen und auch jetzt sitzt es immer noch richtig gut auf der Haut. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwas trage. Sie hat sich nicht in mein Fältchen abgesetzt. Ich habe sie jetzt ungefähr schon eine halbe Stunde drauf. Und auch in meine Poren hat sie nicht verstopft. Also man sieht jetzt nicht irgendwie, dass da Produkt auf meiner Haut ist. Alles in allem, auch wenn ich jetzt dicht vom Spiegel schaue, habe ich nicht das Gefühl, dass ich was drauf habe. Wie oftmals ja, wenn man Foundation trägt oder so. Und ja, Deckkraft ist mittel, würde ich sagen. Und ja, ich bin mega happy mit ihr. Ich würde es mir auf jeden Fall noch mal eine Nummer dunkler holen, weil die 030 ist doch schon sehr, sehr hell. Also ich musste jetzt gut mit Bronzer ausgleichen, damit ich ein bisschen Farbe im Gesicht bekomme. Für den tiefsten Winter wird die Farbe bei mir wahrscheinlich in Ordnung sein, aber für jetzt würde ich das echt noch mal in einer anderen Farbe ausprobieren. Und ja, auf jeden Fall, ich habe die Farbe 030, falls es euch interessiert. Und die Wonder Skin Cream to Powder Foundation von Trended Up ist von mir auf jeden Fall eine ganz klare Empfehlung. Im ersten Eindruck definitiv ein Daumen nach oben. Ich hoffe sehr, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst. Und schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr die Foundation schon entdeckt habt, ob ihr sie zu Hause habt, ob ihr sie euch holen möchtet oder ob ihr sagt, nee, die ist nichts für mich. Und wie gesagt, ich denke auch, dass sie auch für trockene Haut gut sein könnte, weil ich habe jetzt nicht irgendwie, also ich fand sie jetzt nicht sehr pudrig auf der Haut. Ne, also jetzt nicht austrocknend oder so. Ihr könnt mir mal schreiben, ob ihr eine trockene Haut habt, ob ihr sie zu Hause habt. Also ja, lasst es mich sehr gerne wissen, wie ihr sie findet. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich verabschiede mich bei euch. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!